Hallo und willkommen zurück bei The Outer Space im Bodanik-Labor. Da geht's heute weiter. Ich habe mal die kurze Pause genutzt, mir etwas das Menü nochmal angeschaut. Es gibt ja immer wieder Neues zu entdecken. Und hier unseren Begleiter. Er hat jetzt eine neue Maske auf. Diese können wir den jetzt im Menü hier verpassen. Wir können auch Waffen anpassen. Dazu gibt es jetzt einen extra Reiter, wo wir unseren Begleiter anpassen können. Er hat jetzt hier eine leichte Pistole, einen Einschlaghammer mit richtig guten Werten beides. Und dann hat er hier noch eine Mechaniker-Overall-Rüstung und ich habe hier noch einen zusätzlichen Bergbauhelm angezogen mit Rüstung 4. Ja, zusätzlich kann man noch Vorteilspunkte vergeben und das Verhalten ändern und die Werte anschauen. So, soweit so gut. Wir schauen erstmal hier nach diesem Quest. Wir sollen ja einen, was sollen wir denn überhaupt machen? Wir sollen doch irgendwas überbringen. Na, schauen wir noch mal ganz kurz. Die Nachricht von Reed sollen wir jetzt überbringen. Dann machen wir das mal. Ja, die Mission kann man jetzt auch frei anpinnen, welche man zuerst machen möchte. Also wo der Marker sich dann hinbewegt. Wir lassen erstmal hier die Mission von Reed. Oh gosh, it's so pretty. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? So, da werden wir schon mal recht höflich empfangen. Den guten Leuten werden wir natürlich nicht hier den Strom abdrehen. Da müssen wir schauen, was wir hier denn machen. I have been called that among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes. Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Na klar, kosten wir mal von dem Tee. Ja, Reed hat mich geschickt, um Frieden zu schließen. Das glaube ich irgendwie gar nicht, oder? Reed? Ist das dein Gewächshaus? Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Ah, okay, wir sollen jetzt das berichten, was Reed uns aufgetragen hat. Also nicht das, was wir wollen, sondern was er uns aufgetragen hat. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. Question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Ja, nun dreht sich die ganze Geschichte. Jetzt sollen wir die Konservenfabrik den Strom abschalten und nach hier umleiten. Was macht man da jetzt?
Ich überlege es mir. I trust you will listen to your conscience. Okay, so, jetzt haben wir einen neuen Marker. Jetzt muss ich aber erstmal schauen. Nach unseren Aufträgen. Okay, wartet mal. Nebenhandlung. Durchsuche Zoes zu Hause nach Hinweisen. Das Domizil des Sammlers. Ich aktiviere das mal eben. Ich will mal schauen, wo sich der Marker hinbewegt. 29 Meter, okay. Dann sind wir ja richtig. Stehlen tun wir hier erstmal nichts. Wo geht's denn jetzt wieder nach außen hier? Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. So, schauen wir nach dem Nebenquest. Zoes Tagebuch. Seite 1, Seite 2. Oder Seite 12. Oh, das haben wir wohl mitgenommen jetzt, das Poster von der Wand. Aber hier haben wir noch eine Seite. Ja, wer es lesen möchte, einfach mal Pause drücken. Und dann durchlesen in Ruhe. Sehr schön, Auftrag erfüllt. Beide Tagebuchseiten gefunden, gelesen. Und jetzt müssen wir... Schauen wieder ins Tagebuch. Aus Seelenverwandte findet Zoe. Ja, machen wir erstmal den Nebenauftrag fertig, würde ich meinen. Unser Begleiter, ja, der ist mit dabei. 300 Meter. Das sollte dahin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Schauen wir mal. Hier hatten wir ja noch einiges nicht durchsucht. Wenn wir uns jetzt linke Hand halten. Traumhaft. Traumhaft hier diese Grafik. Plünderer. Oh. Das sind einige Plünderer. Here we go. Oh, wo kam er her hier? Da ging's Licht aus. Game over. Ganz schlecht. Sowas von nicht aufgepasst, aber nun wissen wir, wie schnell das geht. So, lass mich mal kurz gucken. Ja. Okay. Alles zurück nochmal zum neuen alten Speicherpunkt. Sehr schön. Sehr schön. Dass wir nicht so weit zurückgeworfen wurden. Pass auf, ich nehme die kleine Flinte, obwohl wir eigentlich mit dem großen ja gar nicht mal so schlecht waren. Ich hatte nur echt blöde Deckung gesucht. Da läuft auch einer rum. Oder der.
Ja, ich würde sagen, ich werde hier jetzt rumballern und dann versuchen wir die mal alle herzulocken. Wahnsinn, also dieser Hund, der ist ja richtig böse drauf. Na, warte nur. Alle guten Dinge sind drei. Also ich will die jetzt nicht umlaufen, ich will die einfach schaffen. Diesmal machen wir einfach Taktik. Feuer frei, volle Pulle lang hin. ...67 Schuss haben wir noch. Reserve, ich würde sagen, hier. Ballern wir drauf los. Das wird schon. Here we go. You Mann, oh Mann. Ja, an die Kämpfe muss ich mich erstmal dran gewöhnen noch. Unser Begleiter, ja, der liegt am Boden, aber nach dem Kampf ist er wieder fit wie ein Turnschuh. Eieiei. Das ist echt nicht ohne. Da fehlt uns wirklich noch Rüstung. Aber so ist das auch schön. Das muss man wieder sagen. Herausforderung. Nicht einfach nur hier alles niedermähen. Nee, nee. Und was im Spiel auch richtig gut gemacht ist, unser Begleiter, dass der uns so gut wie nie im Sichtfeld rumläuft. Was? Mülleimer? Irgendwas Böses laut da oben. Ich möchte da gar nicht hinschauen. Unten lauert auch so ein Hund. Ja. Eyes up. Sauber. Och du Scheiß. Ich muss zurück. Was ist denn hier los gewesen? So bekleidet, der ist tot, war ja. Nee, ist noch nicht tot. Ich weiß gar nicht, wo sie hingerannt ist.
I don't know anybody who ever came out this far. Ja, Nahkampf. Oh, Mensch, Kollegin hier. Bei so vielen wird hier der Nahkampfknüppel jetzt rausgeholt. So, ich würde sagen, ein Sunnypack bräuchten wir eigentlich nicht. Wir können jetzt mal so ein Happen essen hier. Den Apfel zum Beispiel. Boah, die falsche. Sorry. So, wir looten jetzt erstmal und dann kümmern wir uns hier um die gute Dame. Den haben wir ja komplett zerlegt hier. Drei Beine. Drei Beine liegen da rum. Hui! Tja, ihr merkt schon, ich und Kämpfen. Aber Spaß macht's. Braucht vier Dietriche. Der kleine Kasten. Mach mal. Hey, I saw that. Hey, that's a... What do you think you're doing? Was? Oh, was? War das wirklich jetzt illegal, das Schlüssel knacken? Einschüchtern. Zeugen. Just don't make any trouble for me, okay? Können wir es nur nehmen? Juwelen besetzter Ring. Schwere Munition. Das klingt gut. Okay. Okay, fertig, würde ich meinen. Schauen wir mal hier. Wollen wir nicht mit dir reden? Moment. Finde Zoe, Hammer. Oh. Ach so. Jetzt haben wir sie vielleicht weggeschickt. Vielleicht war das das Problem. Also die wollte sich ja den Plünderern hier anschließen. Go. No, don't do it.
Zoe, red mit mir. Sie hat doch einen roten Marker. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja, finde Zoe. Haben wir gefunden. Wir haben nach ihr gesehen. Aber was jetzt? Jetzt wird sie mir nicht mehr rot angezeigt. Jetzt können wir mit ihr reden. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. What, you mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Ja, hier ist bloß keiner mehr. Überzeugen. I'm great at clarifying. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I've got all the time in Halcyon. Ach so, ist gesperrt. Können wir nicht überzeugen. Vielleicht müssen wir doch noch weitere Dialoge führen. Wieso lebst du überhaupt noch? I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. Barted them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Also wir müssen sie jetzt irgendwie noch überzeugen. Ever consider the Marauder life? It's pretty sweet. I'm great at clarifying. I've got all the time in Halcyon. Ich glaube einfach, wir können das noch nicht beenden. Wir brauchen mehr Überzeugungskraft. Okay, dann schauen wir mal. Dann machen wir erstmal eine Kleiderauftrag. So, dann klickt man das an. Aktiv gesetzt. Ach, Codex, gut, da schaue ich später mal rein. Aktiv gesetzt. Jetzt 170 Meter da lang. Dann gehen wir den Auftrag mal noch nach. Müssen auch schon richtig viel Schrott gesammelt haben.
Den müssen wir dann auch erstmal in der Stadt wieder verkaufen. Ach je. Ich dachte, das ist jetzt hier die freundliche Stadt. Mal einmal zurück ist der Hammer okay. Weiß ich Bescheid. Mann, oh Mann, oh Mann. Dir fehlt gleich mal der ganze Kopf. Ein Konzerndienstabzeichen. Nachtigallschritt. Was ist das zum Teufel? Nachtigallschritt. Rüstungsteile. Teile. Plasmaschneider. Raumschiffmodell. Finde ich auch richtig schön, was es hier alles so zum Looten gibt. Nicht alles kann man gebrauchen, es ist immer so ein bisschen, ja, ein Gimmick dabei. Oder kuriose Sachen, was man eigentlich gar nicht vermutet. Und noch können wir alles mitnehmen hier. Wie sieht's denn überhaupt aus? Tragegewicht 86 von 180. Ah, sehr schön. Da kann man ja richtig viel looten. So, dann gucken wir mal hier rein. Brief des Sammlers. Ja, das schauen wir gleich mal. Tab. So, überzeugen. Das wollte ich jetzt hochbringen. Ja, ich mache das jetzt hier. Alle Punkte packe ich da rein. Fertigkeiten. Ach so. Wir müssen das erstmal anwenden. E. Geht nicht. Wartet. Vergesst das immer wieder. So.
Ein Vorteilspunkt. Schauen wir mal. Ja, C. Das klingt natürlich gut. Ihr habt ja gesehen, wie es immer mit meinem Kampf ist. Ich brauche wirklich viel. Viel Leben, viel Rüstung. 50% Grundleben. Kauft. Tagebuch. Jetzt schauen wir noch mal. Aufträge. Hier sind wir dabei. Besorge das Tagebuch. Okay, also das Quest geht weiter. Besorge das Tagebuch. 200 Meter in diese Richtung. Jetzt können wir eigentlich noch mal kurz zurück. Und versuchen das... das andere Quest abzuschließen. So, 25 stand aber. 25 Überzeugungspunkte bräuchten wir. Und 26 haben wir. Das sollte funktionieren. Sehr schön. Gehen wir gleich mal zurück. Nachdem wir uns hier oben noch umgeschaut haben. Oh, guckt euch das mal an. Das sieht ja mal schön aus. Dieser Planet hier im Hintergrund. Wahnsinn. So, von wo sind wir gekommen? Von Zoe. Da würde ich jetzt nämlich gerne nochmal hingehen. Tagebuch. Dort, 200 Meter. Da gehen wir jetzt fix hin, bevor wir das vergessen. Jetzt haben wir die Überzeugungskraft, um das weiter voranzubringen. Ja, 200 Meter, das ist ja nix. Das ist ja ein paar Sekündchen weggerannt. Ever consider the Marauder life? It's pretty sweet. Ja, jetzt geht's. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Sehr schön. Das haben wir erledigt. So soll's sein. Kehre zu Grace zurück. Nein! Sorry, Bekleiderin. Ich würde dann die Pause wieder nutzen, um mal mein Inventar durchzuschauen. Wenn ihr aber mal Lust habt, das Inventar mit mir gemeinsam durchzuschauen, also mal wirklich alle Items so angucken. Ich meine, das ist nicht in ein, zwei Minuten gemacht. Dann würde ich das natürlich auch gerne mal mit euch machen, aber ich weiß nicht, ob ihr da Lust drauf habt, ob euch das zu langweilig wird. What is it? Was gibt's? Ich habe Zoe überzeugt.
We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. So, was bekommen wir denn jetzt? 3000 Erfahrungspunkte. Und mein Ruf bei der Fraktion hat sich verändert. Ich würde meinen, dann sicherlich zum Positiven. Eine meiner Waffen oder Rüstung ist kaputt. Aha, mein Ruf bei den Deserteuren ist gestiegen. Eine Stoßpistole habe ich erhalten. Stoßpistole. Gegenstandslaborator. An einer Werkbank könnt ihr repariert werden. Okay. Gucken wir mal eben, was ist denn kaputt. Ein Sturmgewehr, 93%. Der Hammer. 89%. Was ist denn kaputt? Eine Rüstung? 78? Nö, so richtig kaputt. Nicht kaputt ist sondern gar nichts. Okay, so. Geothermie. Kontrollterminal. Wollen wir da jetzt noch hin? Wollen wir jetzt noch dahin oder wollen wir erstmal wieder ein Päuschen einlegen? Ich würde sagen, wir gehen da mal noch kurz hin, oder? Komm los. Das Spiel ist wirklich so langwierig, da kann ich keine 20-Minuten-Folgen machen. Da muss ich einfach längere machen, um hier wirklich auch voranzukommen. So, und hier sollten... Ich weiß nicht, ob hier Deserteure sind. Sind die mir gut gesonnen hier? Hallo. Ich mag hier durch. Here they come. Tatsache. Also ich habe schon gesehen, dass der rot angezeigt wurde. Aber ich wusste nicht, ob der nun aggressiv wird oder erst, wenn man attackiert. Kühlmittel. Waffenteile, Dietrich, das war eine richtig tolle Kiste hier. Pilz. System. Searching for incoming. What?
Everyone all right? Ja, nennt sich Munition sparen. Was ich hier bewerkstelligen wollte. So, gelootet haben wir jetzt alles. Ich meine, ich guck noch mal eben hier hinten rum. Gut, dann können wir jetzt mal reinschauen. Ja, aber hier würde ich jetzt erstmal Schluss machen. Oh ja, mein Händler. Hier würde ich jetzt erstmal Schluss machen. Nächste Folge machen wir direkt weiter und dann schauen wir uns auch mal kurz noch den Händler an, was wir ja alles verkaufen können. Ich tue das also jetzt schon mal vorbereiten. Und dann würde ich mal sagen, hat mich wieder gefreut. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst ein Däumchen da oben da. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Bis später.